Mal wieder leere Gleise. Mal wieder bewegt sich so gut wie nichts bei der Bahn. Viele sind zunehmend genervt. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU fordert, dass bei kritischer Infrastruktur künftig eine 48-Stunden-Ankündigungsfrist gelten soll. Außerdem soll ein Schlichtungsverfahren und ein Notdienst vorgeschrieben werden. Doch einigen Fahrgästen geht das einen Tick zu weit. Das Streikrecht ist ein Verfassungsrecht. Also insofern sollte man sich einschränken. Es ist ärgerlich, es ist unangenehm und die Parteien müssen sich halt einigen. Einschränkungen möglicherweise, aber nicht grundsätzlich im Streikrecht. Auch die Gewerkschaft Verdi, die zum Beispiel Busfahrerinnen und U-Bahn-Fahrer, aber auch Krankenhauspersonal vertritt, sieht den Vorstoß kritisch. Wir bei Verdi halten von diesem Vorstoß gar nichts. Das Streikrecht ist eine wichtige Errungenschaft für die Beschäftigten und eine ihrer wichtigsten Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen. Der Grund, dass im Moment so viel gestreikt wird, liegt daran, dass wir eine beispiellose Inflation hatten, die zu einem beispiellosen Reallohnverlust für die Kolleginnen geführt haben. Und viele Unternehmen versuchen, diesen Reallohnverlust auf Dauer zu stellen, während sie gleichzeitig gute Gewinne machen. In Deutschland gibt es kein eigenes Gesetz, das Streik- und Arbeitskampf regelt. Dafür waren die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gegensätzlich. Im Grundgesetz wird nur festgelegt, dass gestreikt werden darf. Für und gegen eine Regelung im Bereich kritische Infrastruktur gibt es gute Argumente. Denkbar wäre es, Ankündigungsfristen zu regeln. Denkbar wäre es, sozusagen Vorgaben zum Verfahren zu machen. All das ist auch verfassungsrechtlich möglich. Dagegen spricht, dass das Streikrecht ein sehr bedeutendes Gut ist und dass Streiks eben auch wehtun sollen, wehtun müssen, wehtun dürfen und die Gewerkschaft gerade durch diese Streiks ihre Forderungen durchsetzen kann und sich der Staat bei solchen Arbeitskampfmaßnahmen zur Lohnfindung möglichst heraushalten soll. Allerdings ist es nicht so, dass die Gewerkschaften bisher machen können, was sie wollen. Es gibt auch im Bereich der kritischen Infrastruktur Regeln. Dazu muss man allerdings wissen, dass auch derzeit die Rechtsprechung bereits für bestimmte kritische Bereiche sogenannte Notdienstvereinbarungen als Voraussetzung vorsieht. Das heißt, ein Krankenhaus, das bestreikt wird, da müssen die Tarifvertragsparteien sicherstellen, dass Notdienste für unaufschiebbare Operationen und dergleichen mehr eingesetzt sind und dass diese auch sichergestellt sind. Arbeitsrechtler sind eher skeptisch, dass die Politik sich auf ein Streikgesetz auf Bundesebene einigen kann. Im Gegenteil, der Streit darum könnte ähnlich langwierig werden wie zwischen Lokführern und der Bahn. Bei mir sind zwei Berliner Bundestagsabgeordnete, beide Juristen, Thomas Hallmann von der CDU und Stefan Gelper von den Grünen, zugleich auch im Aufsichtsrat bei der Bahn. Herzlich willkommen. Und jetzt hätten Sie, meine Herren, mal die Gelegenheit, etwas zu tun, was sich bislang noch keiner getraut hat, und zum Beispiel zu fordern, solche Streiks einfach zu verbieten. Ja, das macht niemand, auch nicht die Mittelstandsvereinigung. Die Frage ist ja, wollen wir das weiter den Gerichten überlassen? Das findet alles im einstweiligen Rechtsschutz statt. Das heißt, das geht nur bis zum Landesarbeitsgericht. Das heißt, wir haben so einen Flickenteppich. Und wäre es nicht klar, diese ja schon im Film erwähnten Grundregeln, wie kann denn das ablaufen, die Streiks nicht verbieten und nicht einschränken, aber irgendwelche Spielregeln, wie das denn ablaufen kann. So ein Spontanstreik würde es ja im Prinzip dadurch dann verbieten, weil der wäre dann eben nicht mehr möglich. Ne? Ja, das weiß ich gar nicht, ob man alle Spontanstreiks darstellt. Es geht dann ja um kritische Infrastruktur. Und ehrlich gesagt, die Streiks sollen ja die Arbeitgeber treffen und nicht den normalen Bürger auf der Straße. Und die Bahn ist nicht mehr geschädigt, wenn die Lufthansa gleichzeitig bestreikt wird. Das tut der Bahn nicht mehr weh, aber dem Bürger tut es besonders weh und der kann ja gar nichts machen. Naja, also tatsächlich muss man sich da ehrlich machen. Wir haben Streikrecht, das ist in der Verfassung verankert. Wir haben Rechtsprechung über Jahrzehnte zum Streikrecht. Ich glaube, alle Varianten von Streiks sind da einmal durchjudiziert worden. Das heißt, eine Rechtsunklarheit besteht da nicht. Wenn man also jetzt ein Streikgesetz formulieren will, dann muss man schon Klarheit sagen. Entweder man kodifiziert nur das, was eh schon Rechtsprechung ist, dann ändert sich gar nichts, dann müssen wir das ehrlich gesagt auch nicht machen. Oder wir machen so ein Gesetz, wo dann was anderes drin steht, nämlich zum Beispiel weniger Streikrecht. Und dann sollte man das sehr klar vorher sagen. Dann die Frage ist ganz ehrlich. Also das Streikrecht generell will kein Mensch einschränken, aber es gibt sozusagen widerstreitende Verfassungsinteressen, sonst gäbe es ja die ganzen Gerichtsurteile nicht, sondern wenn es diese Klarheit so gäbe. Und ich finde, es ist ein Dienst am Bürger, dass wir im Parlament das gründlich verhandeln, statt dass das in Stunden, in einstweiligen Verfügungen, so läuft es ja jetzt de facto, von Richtern, die dann sozusagen das ausbaden müssen, was wir als Parlamentarier nicht machen. Ich finde, Gesetze gehören ins Parlament und Regelungen nicht einfach nur vor Richter.
Also erstens gibt es schon Gesetze, was Gewerkschaften angeht, was auch Streik angeht. Steht ja auch in der Verfassung, das Grundgesetz gibt da einen Rahmen, und zwar einen sehr klaren Rahmen. Und der zweite Punkt ist, die Große Koalition hat ehedem ein Gesetz zum Thema Gewerkschaften gemacht, das Tarifeinheitsgesetz. Und ganz ehrlich, der Streik bei der Bahn oder die Streiks bei der Bahn resultieren auch ein bisschen aus diesem Gesetz. Das Tarifeinheitsgesetz hat dazu geführt, dass es zwei Gewerkschaften, die sich nicht unbedingt freundschaftlich gegenüberstehen, bei der Bahn gibt und die in einer Art Wettbewerb jetzt quasi austragen, wer denn da die besseren Tarifabschlüsse herbeiführt. Und ja, das hat die Streikhäufigkeit bei der Bahn sicherlich noch gesteigert. Das ist so ein Punkt, der mich auch interessiert. Es ist ja nicht nur bei der Bahn so, es gibt auch andere Bereiche. Sie haben ja selber die Flugzeuge, die Lufthansa schon genannt. Da ist es ja auch eine Gewerkschaft, die mit sehr schlagkräftig ist, weil sie eben gerade die Piloten vertritt. Hier sind es bei der Bahn die Lokführer. Und das in so kritischen Infrastrukturen, die das ganze Land lahmlegen können. Ist es nicht denkbar, ohne jetzt das gesamte Streikrecht in der Fläche anzutasten, bei ein paar neuralgischen Punkten dann doch ein bisschen zu sagen, da gibt es Grenzen? Ich meine, es gibt ja auch andere Beschränkungen des Streikrechts. Es ist ja nicht so, dass jeder immer zu jeder Zeit streiken kann. Es gibt ja Grenzen. Klar. Warum zieht man sie nicht an manchen Stellen, Bahn, Flugverkehr, ein bisschen enger? Also erstmal würde ich sagen, wir sind ja jetzt in der Opposition. Da sollen wir unsere eigenen Entscheidungen überprüfen. Aber jetzt könnte die Ampel dieses Tarifeinheitsgesetz ja verändern. Aber ich habe bisher nichts davon gehört. Also insofern im Gegenteil. Also ich finde, das gehört auf die Tagesordnung des Parlaments. Und wir müssen dieses Gesetz prüfen und auch prüfen, dass das, was in der Rechtsprechung jetzt nur so halbklar geklärt ist, was wir davon ins Gesetz schreiben wollen und was vielleicht auch nicht. Das würden wir ja auch mit Gewerkschaften offen besprechen. Aber dafür ist ein Parlament da, solche Streitfragen. Streik grundsätzlich immer okay, gar keine Frage. Auch Spontanstreiks muss es geben. Aber was schützt den Bürger und nicht den Arbeitgeber? Darum geht es doch eigentlich. Also erstmal vorneweg, klar, alle sind genervt vom Streik. So, und diesmal ist die Anteilnahme besonders groß, weil gefühlt alle betroffen sind. Und selbst der Autofahrer, die Autofahrerin, die dann eben auf einmal mehr Stau spürt, weil die Bahnen nicht fahren. Auf der anderen Seite, Streik trifft häufig und viele Personen sehr scharf. Wenn die Kitas in Berlin bestreikt werden, haben alle Eltern ein Riesenproblem. Führt bloß nicht dazu, dass wir dann über das Streikrecht diskutieren. Das heißt, wir sind schon in einer spezifischen Situation. Ja, aber wir haben nicht eine Sondergewerkschaft nur von den Kita-Leiterinnen. Und die streiken auch nicht und kündigen den erst 11 Stunden vorher an. Sondern, ich bin ja selber Vater von 4 Kindern, sondern die... sondern die sagen das eben so, dass man Juxendollerei angesprochen. Wie? Ich habe es jetzt auch nicht aus Versehen angesprochen. Nein, aber die Frage ist ja immer der Verhältnismäßigkeit in der einzelnen Fallgestaltung, und da testet die GDL schon, sagen wir mal, sehr offensiv aus, wo die Grenzen sind. Sie können ja auf Ihr Parteimitglied Wieselski einwirken, aber der Punkt ist, Parteifreund weiß ich nicht, deswegen habe ich Mitglied gesagt, aber trotzdem nochmal sei gesagt, selbst wenn wir jetzt einen Streik gesetzt hätten, würden natürlich zum Schluss Gerichte entscheiden darüber, ob dieser Streik zu diesem Streikgesetz jetzt passt oder eben nicht. Das heißt, ja, das einstweilige Verfahren wäre dann nicht weg. Wäre jenseits des Streiks bei so einem Unternehmen wie der Bahn, das ja ein Staatsbesitz ist, nicht umsonst sind sie auch Aufsichtsrat, wäre da nicht die Möglichkeit, dass die Politik vielleicht auch gelegentlich ein bisschen mehr Einfluss nimmt? Ja, das wird immer so gesagt, aber gerade die Politik soll sich eben das ist ja auch im Beitrag angeklungen, aus diesen Streikauseinandersetzungen, aus den Tarifverhandlungen raushalten. Hier ist jetzt, könnte natürlich Herr Wissing als Eigentümer in der Eigentümerversammlung den Vorstand anweisen, dieses oder jenes zu tun. Ja, gut, wir haben die Bahn ja im Staatsbesitz, weil wir sagen, ist wichtig, ist Infrastruktur, gehört praktisch dem ganzen Volk, wenn man so will. Sie sind der Anwalt des Volkes. Wenn das Volk jetzt sagt, nervt mich, könnten Sie ja weiter sagen, nervt uns, macht mal was. Ja, da bin ich ausnahmsweise mal seiner Meinung. Also ich glaube nicht, dass die Politik gut beraten ist. Das ist bewusst im Artikel 9 des Grundgesetzes Arbeitgebern. Und die Bahn ist ja eine rechtlich selbstständige Organisation und nicht ein Teil eines Ministeriums. Und das sollte es auch, glaube ich, nicht werden. Und deswegen sind in aktiven Streiks und Tarifauseinandersetzungen die Tarifparteien gefordert und nicht die Politik. Also das ist schon ein Teil von Gewaltenteilung. Herr Gilper, Herr Hellmann, vielen herzlichen Dank. Wir haben leider nicht noch mehr Zeit, ich hätte Ihnen auch noch lang zuhören können, aber ist bestimmt auch nicht das letzte Mal so viel, wie derzeit gestreikt wird. Vielen Dank. Sehr gerne.